Hallihallo, Hallöchen, Leute. Hier geht's mal wieder weiter mit Let's Play Pokémon Feuerrot. Wir waren beim letzten Mal in dieser schönen Küche hier festgehalten worden. Nee, nicht festgehalten worden, aber stehen geblieben. Genau. Ich sammle erstmal das hier ein. Ben hat Superball gefunden. Jawohl, ein Superball, ein erster Superball. Das riecht lecker. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Sieht doch nicht so lecker aus. Es riecht lecker. Jemand hier muss gekocht haben. Nein! Wahnsinn! Jemand hier hat gekocht in einer Küche. Wird gekocht. Wahnsinn. Schnief, schnief. Immer muss ich die Zwiebeln schälen. Ja. Wenn du der Depp vom Dienst bist. Hast du schon von Relaxo gehört? Es schläft und frisst den ganzen Tag. Mach ich auch. Was habe ich nur verbrochen? Ich muss immer nur Kartoffeln schälen. Oh, hallo, ihr seid Köche. Heult nicht rum. Es gibt zu viel zu tun. Nie kann ich mich ausruhen. Alter, was sind das für Heulsoßen? Ich glaube, ihr habt alle einen falschen Job. Ihr seid Köche. Ich bin der Chef der... Chef die Cousine... Lalala. Der Hauptgang ist... Currywurst. Lecker. Wie kommt eine solche Banalität auf meine Karte? Ey, Currywurst schmeckt lecker. Ist der nur will? Im Abfallärmer habe ich eine merkwürdige Beere gesehen. Ich frage mich, was das genau war. Okay, das heißt für uns die Abfallärmer durchsuchen. Aus dem Weg, du Leichtmatrose. Wir sind schwer beschäftigt. Okay, dann gucke ich jetzt mal gleich in den Müllärmer. Ben hat Maronenbeeren gefunden. Geile Sache. Und sonst gibt's nichts. Doch, Amarenbeere. Amrenabeere. So, jetzt. Was ist das? Pirsifibeere. Ja, irgendeine Beere halt, ne? Sagst du mir auch, was die mir bringen? Pokéball. Items. Wo zum Teufel ist meine Bär? Hallo. Leck mich. Leck mich. Oh, ich hasse dieses Gamepad. Nee. Wo auch immer jetzt meine Bärentasche ist. Was? Scheiße, ich habe nur einen Pokéball. Gut, hier brauche ich jetzt eh keinen Pokéball auf dem Dampfer hier, aber trotzdem. Scheiße, Mann. Ich gehe mich noch nicht umsehen hier. Ich glaube, ich bin ein Geheimagent. Ich verwirke das Team Rocket. Psst. Okay, dann mach mal, ne? Viel Spaß noch. Ich weiß gar nicht mehr, gegen welche Trainer wir hier gekämpft haben. Oh mein Gott. Oh mein... Ach ja, gegen die haben wir alle gekämpft. Gut. Gut. Ich glaube, ich will... Hier weitermachen, genau. Du bist Matrose, dann komm mal her. Ahoi, bist du seekrank? Also eigentlich bin ich noch nie seekrank geworden. Maschallo! Ich dachte, Matrosen haben eigentlich immer... Oh, Smetboot trifft sich ja gut. Ich dachte, Matrosen haben eigentlich immer Wasser-Pokémon. Keine Kampf-Pokémon. Das ist sehr effektiv. Und tschüss, Maschallo. Tentara, wenn Tentara kommt, dann kommt bei mir Bisaknoss. Los, Bisaknoss. Ich mache sehr blatt und Schiss weg. Ach, ich muss bald auch mal. Na gut, Luftstache bringt ja eh nicht viel. Ich müsste auch bald mal gegen Major Bob kämpfen, weil meine Pokémon werden langsam zu stark für mich. Ich glaube, mein Pokémon nur noch bis Level 30 auf mich. Das wäre dann nicht so gut, wenn die da nicht mehr auf mich hören. Ne? So, kämpfst du auch gegen mich? Gegen mich? Kämpfe gegen mich? Genau, hey, wie wäre es mit einem Tänzchen? Jojo, klar.
Die setzen alles mal Marshallo ein. Geht mal gar nicht. Konfusion. Du hast keine Chance gegen mich. Smetbohelz. Du schaffst. Da kommt wir dran. Imsen hier zum Einsatz. Bisaknos. Fiel mal gerade auf, dass ich nur drei Pokémon bei mir habe. Oh mein Gott. Mit denen muss ich Gary besiegen. Mit diesen paar Pokémon. Spieler besiegt Matrose Monty. Ich bin beeindruckt. Musst du rein. So. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte das hier. Dann wechseln wir mal schnell aus hier. Zack, zack, zack. Zick, zack, zack, zack. Oh. Ich will mal gegen dich kämpfen. Toll. Ist gar kein Trainer, der kämpfen will. Leck mich. Ich will noch ein paar Trainer finden, die jetzt nicht so die Wasser-Pokémon haben. Um mein Dick da noch ein bisschen aufzumotzen. Hallo, hast du... Auf alle meinen Reisen habe ich nie ein solch verschlafenes Pokémon gesehen. Das sieht ungefähr so aus. Oh, Relaxo. Relaxo. Können wir uns eigentlich auch noch fangen. So, dann komm mal her hier. Schau dir an, was ich an Land gezogen habe. Wieder so ein komischer Angler-Typ hier. Ich will auch mal dick da trainieren. Eise. Ah, toll, Diktar, du bringst mir jetzt nicht viel Ge- Falsch. Du bringst mir jetzt gar nichts gegen Goldini. Also, es ist auch eine Art zu trainieren. So kriegt Diktar auch noch mal ein bisschen was ab an Erfahrungspunkte. Wo ist dein Goldini? Tara, nein. Und Rasierblatt. Zack. Weggebasht. Giftstapel. Bringt ja so viel gegen Bisasam, Bisaknos. Ich bin immer noch bei Bisasam, ich weiß nicht warum. Ich hab doch schon Bisaknos. Und warum ist, hat er jetzt mein... Alter, muss ich das jetzt verwirren? Nicht nett. Dafür gibt es jetzt zur Straße einen Krankenhieb und damit bist du weg. Und daran wurde besiegt. Dieser Knospen hält sehr viele Erfahrungspunkte erreicht. Level 29. Oh mein Gott. Lockduft. Lockduft. Lockt Gegner an und senkt den Fluchtwert. Lockt auch wilde Pokémon an. Ich will jetzt keine Attacke, die dieser Sam schon... dieser Sam. Dieser Knosp schon kann jetzt vergessen, weil Rankenhieb ist gut, Ekelsam ist eigentlich recht gut. Rasierblatt ist gut und Tackle. Mag jetzt eigentlich keine vergessen. Nee, komm, lass Scheiß auf Lokdo. Ja. Scheiß drauf. Werde dann noch Solarstrahl werde ich dann noch erlernen lassen. Mal sehen, welche Attacke ich dafür wegnehme. Ja, Base weg. Ich meine Uhr habe. Vielleicht könnte ich ja Tackle wegmachen für Solarstrahl, aber Tackle ist dann immer wieder so eine optionale Attacke. Wir werden ja sehen. Da war mir schon klar, dass du jetzt kommst. Der Wettstreit mit der Jugend hält mich jung. Na dann! Lass uns wettstreiten. Mit, ich hatte ja nur ein Pokémon. Pikachu! Der hat einen Pikachu! Oh, da kommt ja mein Dick da gerade recht. So, Schaufler-Dick da!
da gräbt er ein. Da, Schaufler. Bäm. Jawohl, ja, sehr effektiv. Pikachu wurde besiegt. Dicker Held, 403 Erfahrungspunkte. Da reicht fast Level 19. Ah, da fühlt man sich gleich jünger. Jo. Wenn ich verliere, fühle ich mich auch wieder jünger. Sternstaub. Okay, für was ist das gut? Steht das irgendwo? Ich hasse diese Steuerung. Ich hasse diese Steuerung. Oh, da war übrigens meine Bärentüte. Ja, Beutel integriert. Mama auf. Amabel. Wirkt im Kampf Selbstheilung bei Pani. Aha. Weckt schlafendes Pokémon im Kampf. Sehr schön. Wirkt im Kampf Selbstheilung. Okay. Mhm. Klingt ja sehr interessant. Warn jetzt mich, leck mich. Ja. Sternstaub. Schöner roter Sand, der sich seit dem Weich anfühlt. Er ist von hohem Wert. Okay, den können wir verkaufen. Ja, rappe die Zapf. Scheuern. Hallo, wir haben mit mir kämpfen. Du? Ich habe schon Leute auf Pokémon übers Wasser gleiten sehen. Ja, das werden wir auch noch tun. Das werden wir auch noch tun. Oh, sie will kämpfen. Wo warst du, als die Party lief? Eine Party. Eine also, Ratz. Lustig da. Zeig, was du kannst. Wäre ich das Vieh weg? Ja, komm. Danke. Bäm. Scheiße. Na, mal hab ich Kratzer hier. Bäm. Und weg ist es. Das war tolle Musik. Dicker Held. Oh, Dicker erreicht Level 19. Ich weiß im Übrigen immer noch nicht, wann sich Dicker entwickelt. Oh ja, Pikachu. Nein, bloß nicht. Schaufler, bam! Weg ist es. Das ist sehr effektiv. Statik von Pikachu geht noch mal hier. Toll! Langsam. Ich glaube, Dicker wird schon auch gegen Major Bob mal einsetzen. Nein! Ich wollte nur. Was magst du lieber, starke oder seltene Pokémon? Starke natürlich. Ja, was ist er leisten hier? Fukano, ja, da wäre dieser Samen sowieso schlecht gewesen. Dieser Samen, dieser Knoss. Wieso eigentlich immer dieser Samen? Ich weiß. Oh, was ist los? Basht er mich fast weg. Das ist das sehr effektiv. Ach, scheiße. Das war's dann wohl. Muss Medbo herhalten. Bächen weg. Punita. Nö. Oh, Konfession. Ich glaube, gegen Major Bob werde ich dann Dicker einsetzen. Und dieser Sam wird dann halt meine Geheimwaffe. Also wenn alle Stricke reißen, setze ich dann dieser Sam ein.
Oh Gott. Jawohl, hat sich selbst verletzt. Und jetzt tschüss, Punita. Smetbo hält. Und Smetbo erreicht Level 24. Sehr schön. Ich ziehe meinen Hut vor dir. Wow. Ben gewinnt ganz viel Geld. So, jetzt gib mir das Ding hier. X-Angriff. So, ich würde sagen, ich gehe mal kurz runter vom Schiff, heile meine Pokémon und gehe wieder nach Raum. Zack, 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 zack. Und das alles im Höchstspeed. So. Zack, 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 zack. Nein. Und los, los, ja, ja, rede, rede, rede. Und zack, 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 zack. Meine Zuschauer wollen was sehen. Nicht sehen, wie ich meine Pokémon heile. So, dann wird er schnellstens dahin, wo man war. Waren wir hier? Ja, hier waren wir. Ich glaube, wir müssen hier jetzt rein. Gut, hier waren wir schon. Gut, alles klar, also gehen wir jetzt hier rein. Ich glaube, unser Wort ist gar kein Trainerkampf mehr. Hast du die Safari-Zone in Fuxania City schon besucht? Es gibt dort sehr seltene Pokémon, die scheiße zu fangen sind. Mein Papa war mit mir in der Safari-Zone, es war aufregend. Wahnsinn. Wer seid ihr? Hallo? Der Kapitän war kreidebleich, er sah schlecht aus. Viele Leute werden leicht seekrank. Ja, ich halt schon, ne? So, uns begegnet jetzt gleich Gary. Ich belasse es bei Dick da erstmal. Mal sehen, ob ich mich jetzt nicht verkalkuliert habe. Sieh an, Ben! Ich wusste, ich würde dich hier treffen. Wer hat dich eigentlich eingeladen? Ben, hat man dich tatsächlich eingeladen? Ja, ich habe gefragt, warum man dich eingeladen hat. Wie kommst du mit deinen Pokédex voran? Ich habe bereits 40 verschiedene Pokémon gefangen. Gib deine Pokémon, versuch dein Glück im Gras. Ja, auch was. Klugscheißer! Vier Pokémon. Tabuga, verdammt, das ist glaube ich jetzt ein Boden-Pokémon nicht so gut, ne? Na, schau, glaub ich, nicht bei den vier Raum. Och, ich lasse es trotzdem mal schaufeln. Ne, ne, hat keine Wirkung. Okay. Ich glaube, Windstoß hat auf Victor auch keine Wirkung. Doch, hat. Okay, Smetbo. Komm zurück und los, Smetbo. Bam. So. Zumindest sind meine Pokémon scheinbar stärker als deine. Jawoll, selbst verletzt. Bam. Und nochmal Konfusion, Smetbo, weil es so schön war. Was? Sehr effektiv. Oh, bech das Vieh bloß weg. Tobogo wurde besiegt. Dickter Held. Smetbo Held. Genau. Plutexo. Plutexo nehme ich da jetzt oder Dickter oder behalte ich Smetbo? Hahaha, Käfer. Ach, ich gehe zu Dickter. Wenn der mir verreckt, dann ist es nicht so schlimm. Och, Level 20, ist ja süß. Der hat das Pokémon erstmal auf Level 20. Ich hab's fast auf Level 30. Verdammt! Aber war schon nicht schlecht. Also gegen Voll-Pokémon scheint es reinzuhauen, Schaufler. Aber. Smetbo, wollte ich gerade sagen. Dicker ist einfach noch zu schwach.
auch Volkus jetzt benutzen. Oh, leck mich hier. Piss dich. Radikal. Ja, jetzt kommen wir wieder Bisaknus nehmen. Los, Bisaknus. Hier mal ein Rasierblatt. Radikal wurde besiegt. Bisaknus war hell. Kadabra. Wo hat denn der Kadabra her? Okay, er hatte ein Abra, aber wo hat er jetzt das Kadabra? Gut, das Kadabra hat sich jetzt aus dem Abra entwickelt, aber wo hatte der jetzt das Abra her, fragt sich. Oh, na klar, auch noch ein passend Rasierblatt, ey, leck mich. Volltreffer. Kadabra wurde besiegt. Dieser Knospe erhält. Wieder besiegt. Private Gary. Mist. Naja, wenigstens trainierst du deine Pokémon. Besser als du. Scheinbar. Es soll angeblich ein großer Meister im Umgang mit dem Zerschneider an Bord sein. Aber da war nur ein seekranker alter Mann. Der Zerschneider ist äußerst nützlich. Du solltest den alten Mann besuchen. Ciao. Stimmt, Bisasam erlernt ja auch noch Zerschneider. Bisasam ja auch noch Zerschneider beibringen. Es sei denn, ich kann das irgendeinem anderen Pokémon noch beibringen. Aber ich wollte eigentlich, dass Bisasam dann Solarstrahl lernen. So, ich habe das Schiff jetzt nochmal verlassen, um ins Pokémon Center zu gehen, weil ich will dann noch mal ein bisschen auf dem Schiff rumgammeln. Weil, ja. Vielleicht finde ich ja noch den einen oder anderen Trainer zum Trainieren meiner Pokémon. Bäm. So, ich will nochmal hier lang. Geht's denn hier lang? Hier waren wir, glaube ich, schon. War schon. Na klar, hier waren wir schon. Alle schon besiegt. Ja, hier waren wir schon. Nein, das war die Küche, hier wollte ich nicht hin. Ah, hier ist auch sonst nichts, ne? Hier ist dann nur noch... Okay, es gibt keinen Trainer mehr, mit dem wir kämpfen können. Na ja, dann holen wir uns jetzt den Zerschneider und hauen dann ab. So. Tagebuch lesen. 1000 natürliche Hausmittel gegen Seekrankheit. Der Kapitän liest dieses Buch. Ah ja. Buah, manche Dinge macht man besser nicht. Kapitän. Ups, es geht mir gar nicht gut. Ups. Ben massiert dem Kapitän den Rücken. Ruppel, schrupp. Gott, ey, der Kapitän ist doch übelst der alte Kerl und der massiert ihn einfach so den Rücken. Boah. Kopfkino. Ah, ich danke dir, es geht mir schon viel besser. Möchtest du den Umgang mit dem Zerschneider lernen? Moment mal, du bist doch ein Kapitän von einem Schiff. Das würdest du halt eigentlich gar nicht seekrank werden. Ich könnte es dir beibringen, aber mir ist zu übel. Genau, nimm einfach das hier. Dann bringst du deinem Pokémon den Umgang mit dem Zerschneider ganz leicht bei. Bin halt VM1. Wenn du den Zerschneider einsetzen kannst du kleine Bäume fällen. Probier es doch bei den Bäumen in Urania City aus. Ja, danke. Komischer Alter. Wow, Unmengen Bücher über Pokémon. Komischer Alter, seekranker Kapitän. Hat man auch nicht alle Tage einen Kapitän, der seekrank wird.
So, jetzt machen wir hier auch wirklich überall. Ach, schön nochmal die blabbern vielleicht langsam irgendwas Nützliches. Ah nee, ich glaube. Ja, okay, die haben ja nur Scheiße erzählt. Mehr oder weniger. Okay, dann würde ich sagen, runter von der MSA. Bevor ich zum Major Bob gehe, will ich nochmal durch den Dicta-Tunnel. Und dann da hinten mal die Bäume wegsäbeln. So, alles klar. Will ich nochmal durch die Dicta-Höhle? Ah, meine Bäume sind alle topfit. Und die Bäume dann auf der anderen Seite wegsäbeln. Ich kämpfe jetzt mal gegen keinen Dicta. Keine Lust. Ja, komm, tschüss. Es sei denn, wir beginnen mal ein Dictory. Das wäre vielleicht ein bisschen was anderes. Dankeschön. Oh, so ein hässliches Dicta, ey. Ja, komm, leck mich, ey. Ja klar, was soll die Scheiße? Mann. Hässliches Dicta, ey. Bevor wir dann... Mein Dicta besiegt, ey. Och Mann! Geht mir auf den Sack. Was für auswegslos, ey. Hier, tschüss. Wow, Wahnsinn. Ich will eigentlich nicht meinen Schutz verballern. Achso. Mit aussichtslos. Ja, du kannst nicht mal, ey. Tschüss. Pfeif dich, ey. So. Ich guck mal erstmal meine VMTM. Basis, nee, ach, wo waren die VMTM-Dings da? Scheiße, weiß schon, was ich meine. Ne, hä? Wo ist meine VM-Tasche? Ich fühle mich verarscht. Na hä? Meine VMs müssen noch hier irgendwo sein. Ja, Mann, wollte ich schon sagen. Zerschneider. Ja, ausgewählt. Ah, Dicta kann auch lernen. Ob ich den Dicta beibringe? Ja. Weil Bisa Knoss will ich noch unbedingt Dings beibringen. Erdbebenartige Angriff und Zwillingsstärke gegen alle stehenden Block. Nur merken die Angriffs. 1, 2, schwupp, Dicta von Gashäule und Maschine bereit. Dicta lernt Zerschneider. Wahnsinn. Was habe ich da eigentlich jetzt noch alles rumliegen? Aquawelle, Brüller, Kugelsaat, Schaufler, Durchbruch, Felsgrab, Erholung, Anziehung, Raub. Wahnsinn.